Okay, gehen wir rein. Ich bin jetzt nicht mehr auf Deepod, ich bin jetzt abends gespeckt. Also. Mal sehen, wie es wird. Also viel Akku werde ich nicht halten können. Sage ich euch jetzt schon. Maybe tanke ich. Ich versuche mal mit 2 anzutanken. Vielleicht geht's besser. Ich habe auch noch meine Waffe leider nicht komplett hochgeskillt. Ein bisschen das Problem. Aber ist auch nicht schlimm, wenn zum Beispiel der Palamann ein bisschen Akku hat. Der Priester-XP geht aber, das ist fein. Bon. Das ist leider das Krieger-Gameplay, ne? Die Mobs grün sind, ist Absicht. Ne, das Problem ist, wenn die Mobs nicht grün sind, ist der Endboss für dich rot. Das ist das Witzige in Classic WoW. Die Mobs am Start des Dungeons sind irgendwie nur das halbe Level von dem Endboss. Das heißt, wenn du den Dungeon voll clearen willst, dann ist der Start meistens grün für dich. Genau das gleiche wie in Deadmine zum Beispiel. Und dass die weniger XP geben, liegt doch daran, dass du anderes Scaling mit der XP in Hardcore WoW hast. Also Hardcore WoW, da ist die XP auf den Bossen drauf, nicht auf den Trash-Mobs. Damit du nicht einfach Trash-Farmen kannst und den Dungeon resetten. Minus 2 Rüstung. Auf welchem Server seid ihr? Ich bin auf Hardcore WoW. Ich meine, der ist ja alleine, ne? Ja, der Fluch von dem ist ein bisschen ekelhaft, der stunt einen immer so weg. Okay, der Akku geht aber, ne? Mit 2 Waffe und. Und der Faltung ist okay. Overpower. Nice. 199er Crit, let's go. Gerda befreit. Hat er mit dem schon gelabert? Seid gegrüßt. Ziehe den Ehrenfreund. Wollen wir den noch töten hier, ja, ne? Wait. Wir können ihn nicht angreifen, weil ich kein PvP habe. Alle sagen, du run out. Du musst einfach nur Slash PvP machen. Und dann muss es wieder deaktivieren. Na, das kriegt man ja hin. Okay, du kannst ihn nicht angreifen, weil der PvP aktiviert hat dann. Okay. Checken die das nicht? Ich meine, es steht ganz dick auf dem Bildschirm, ne? Naja. Der Priester hat's verstanden. Ah, das ist wild. Also du musst aktiv PvP anmachen, um ihn angreifen zu können. Was ich heftig finde, weil er halt dich angreift. Ne? Und das machen wir PvP wieder deaktivieren. 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 Inaktiv, okay. Und jetzt dauert es 5 Minuten, bis es weg ist.
Ja, ist einfach so weird mit diesem Stab, ne? Das ist leider so eine gute Waffe. Ich pull mir erst die beiden, bevor wir die anderen mitpullen. Ein bisschen da vorne. Ja, es gibt leider nicht eine Quest hier drin für uns. Ein bisschen, naja. Guck mal, jetzt sind die Mobs nämlich schon Level 19. Gerade eben waren sie Level 16, glaube ich. Geht ziemlich schnell. Mana Drink. Leider nicht traden. Mit Glück kriegen wir eine Tasche. Nice. Die wollen für die Chests rollen. Na gut. Ich bin eher ein Freund, dass man reinschaut und dann guckt, was drin ist und das den Leuten gibt. Das ist ein bisschen logischer für Hardcore WoW. Guter Crit, sehr gut. Na, es geht okay mit dem Tank. Ja, die Ponys gleich werden ein bisschen böse. Genau, dieser Treppenaufgang, dieser Pull ist ein bisschen hart. Bestimmt. Der ist immer sehr sketchy. Kann ich einstellen, um die LP vom Gegner zu sehen? Der muss den Addon runterladen. Das heißt Modern Target Frame. Und dann siehst du die. Da sitzt. Die Ponys sind ein bisschen böse. Mit ihrem Gigastomp. Alles schon geil mit dem Paladin, ne? Der nimmt gut Aggro mit runter. Es ist ja nicht schlecht, dass er mittankt. Also eigentlich ist es was Gutes, wenn ein Paladin oder ein Pet, sage ich mal, Aggro nimmt. Im Dungeon. Weil dein Ziel als Tank, sage ich ja immer wieder, ist es nicht. Dein Tank-Ziel ist es nicht, von einem Aggro zu haben. Dein Tank-Ziel ist es, dass keiner stirbt. Das ist die Hauptsache. Wenn du Aggro hast, gut. Wenn nicht, aber trotzdem keiner stirbt, auch okay. Und ihr seht, die geben wirklich wenig XP. Das liegt, wie gesagt, daran, dass die XP auf den Bossen ist. Sobald du einen Boss tötest, gibt der dafür dann irgendwie 3000 oder sowas. Sowas hasse ich, ne? Ah. Das kann ich gar nicht leiden. Mage geht vor, pullt aber rein. Gönn ihn. Nicht mal Full Mana für den Pull. Man braucht jetzt einen CD, der wichtig wäre, wenn es brenzlig wird, ne? Mal schauen, ob wir auf jeden... Kann er schon decursen, der Mage? Ja, perfekt. Das ist schon mal gut. Mana sieht auch okay aus.
Mit Glück kriegen wir einen richtig geilen Ring gleich. Aber der ist super selten. Und viele Leute, die darauf rollen würden. Mana passt. Die Curse mit 18. Okay. Das geht dann. Schwert einhändig. Kommt 2. Maler sieht fein aus. Warum gibt der Schild, Priester dauernd Schild? Keine Ahnung. Ist halt nicht gut, aber... Also, ist nicht gut, dass es mir gibt, weil ich halt Rage verliere. Aber ich will die Leute auch nicht backseaten. Das Problem ist, sobald du irgendwie backseatest in WoW und sagst, mach doch lieber das oder das. Die Leute sind sehr schnell eingeschnappt und gehen in einfach AFK oder Griefen rein oder so. Deswegen sage ich einfach gar nichts. Ich lasse die Leute spielen, wie sie wollen und... Weil normalerweise wird es dem Krieger nicht unbedingt ein Schild geben, weil er dann keine Wut kriegt. Na, der ganze Damage, der ins Schild reingeht, der gibt dir keine Wut. Und wenn du keine Wut hast, kannst du auch kein Akro machen. Das ist also ein Priesterschild auf dem Krieger wird sie nur machen, wenn es wirklich brenzlig wird. So richtig brenzlig. Aber ansonsten hielt sie den einfach normal mit einer Heilung oder so. Okay, kurz Mana chillen. Obwohl, wir haben 70%, ne? Sollte reichen. Guter Decurse auf jeden Fall. Also Mage decurst gut rein. Will entkommen. Okay, du darfst halt nicht auf die Laterne raufstellen. Wenn du auf die Laterne stellst, ist es gegeben. Da macht er immer entkommen. Okay, jetzt bitte der Ring, bitte für mich. Verdienter Ring. Ah, schade. Ein kleiner Kolben war es gewesen. Und jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir... Die Mobs, die gleich kommen, die machen einen Silence. Und da darf ungern ein Darfzauber rauf. Wie arg würde ich es bereuen, Zwerg statt Human zu nehmen? Gar nicht eigentlich. Der Damage-Unterschied ist so minimal. Also wenn du nicht in einer kompletten Tryhard-Gilde drin bist, ist es komplett egal. Du kannst sogar ohne Edgemaster aus Competitive 99er Logs. Das ist nur relevant, wenn du wirklich Speedruns machen willst, irgendwie Top 10 Gilde, Server, Speedruns, ballern. Es ist wirklich echt minimaler Unterschied. Ich gebe immer das Beispiel von Apes. Apes ist ja eine Gilde, die kennt man. Mythos ist der Gildenleader, kennt man auch. Mythos hat gesamt Classic in der Hardcore-Gilde Apes ohne Edgemaster auf dem Gnomen gemaintankt. Und ich denke, wenn der das einfach so macht, dann kann das jeder Non-Hardcore-Typ auch machen. Wenn dem das egal ist, dann soll es jedem anderen auch egal sein. Es sind nur minimale Prozente. Natürlich musst du aber, du musst denken, du musst 9% Hit bekommen. Ne? Also du verlierst 3% Hit. Das darfst du nicht vergessen. Also das Gear zusammenkriegen wird vielleicht ein bisschen anders sein, wenn du keinen Edgemaster hast. Weil du musst 3% Hit mehr bekommen. Ne? Aber es funktioniert. Aber es wird hart. Also härter.
Und zur Not spielst du einen Dolchkrieger, oder? Das geht schon. Ist irgendwie keine Musik drin? Ganz bisschen Musik. Aber nicht auf Schleife. Meine Stimme ist ganz schön anders. Ich bin nicht mehr so nasal jetzt, glaube ich. Nee, das gleiche Mikrofon. Genau das gleiche. Gleiches Mikrofon, gleiches Setup, gleicher PC. Ich glaube, die kommen nicht alle mit, ne? Ah, okay, der kommt doch mit. Alles klar, machen wir erstmal den down. Und dann gehen wir auf den Großen. Also ich habe damals irgendwie mehr so gesprochen. Wenn du jetzt mal so reinschaust. Ich glaube, so habe ich mehr geredet. Kann das sein? Also wenn ich jetzt so rede, müsste ich genauso klingen wie damals vielleicht. Ich glaube, so habe ich geredet. Und dann ist meine Stimme irgendwie ein bisschen mehr in meinen Hals gerutscht. Jo, drei Ausdauer, zwei Agi, nimm mir mit. Und ich habe gelesen, es gibt wohl, also was heißt gelesen, ich habe einen Short gesehen. Kennt ihr Pirate Software? Ich habe mal einen Short von Pirate Software gesehen, da hat er erklärt, dass es wohl einen zweiten, da habe ich aber keine richtigen Belege für gefunden. Da stand, dass es wohl einen zweiten Stimmbruch geben kann in den 30ern. Hat er erzählt. Also. Aber da habe ich keine richtigen, wirklichen Belege zugefunden. Keine Ahnung, ob es stimmt. Das klang mehr so wie so ein bisschen Pseudoscience, ne? Weil ihm wurde nämlich das Gleiche gesagt, dass er damals viel anders klang. An den Pullen wird das aber nicht so schön. Ich habe jetzt keinen Taunt, ne, weil. Town haben wir nicht. Oder ich habe einfach ein komplett kaputtes Mikrofon. Kann auch sein, dass mein Mikrofon einfach kaputt gegangen ist. Ne? Das ist das gleiche Mikrofon von vor 5 Jahren. Vielleicht ist es einfach kaputt gegangen, das Mikro. Und dadurch hat es irgendwie einen Bassbug oder sowas. Wer weiß. Wollen wir den nicht vielleicht lieber drinnen machen? Weiß nicht. Der hat einen fetten Disarm, ne? Beide auf mir, das passt. Bombe rein. Ja, das mit der Stimme ist halt auch ein Vorteil. Ist halt Lucky Genetik halt, ne? Ist ein Vorteil. Ist auch ein Grund, wieso ich glaube ich Stream kann und nicht unbedingt eine Cam brauchen. Und dann mit einem Grund würde ich sagen. Oh, der Stab ist drin. Er ist besser als meiner. Aber wenn ihn jemand braucht, werde ich drauf passen. Wenn der Priester den mitnehmen will, dann passe ich drauf. Ja, die nächste Stelle wird gleich interessant bei der Dings. Ne? Mal gucken. Es gibt ja 3, 4 Stäbe, die sehr gut sind in dem Levelgebiet. Oh, warte, das ist ein Rare Mob. Okay, niemand braucht ihn, geil. Nehme ich mit. Der sieht doch ein bisschen cooler aus noch, ne? Ist im Endeffekt der gleiche, gibt nur ein bisschen mehr Ausdauer. Was hält dich davon ab, ohne Cam zu streamen? Oh, ein Blutring. Das kann ich dir sagen. Freiheiten, die mir einfach fehlen. Habe ich, glaube ich, gestern schon mal drüber geredet. Das sind so viele Freiheiten, die dir fehlen. Du kannst dich nicht einfach hinsetzen, wie du willst.
Du kannst einfach nicht alles machen, die, was du willst. Du hast Problematik im... Was heißt Problematik? Leute erkennen dich. Ja. Genau, popeln kannst du nicht. Ich sitze ja immer jeden Tag beim Stream. Ich sitze beim Stream legit jedes Mal. Der pullt doch jetzt gleich die Lümmel. Ne? Einfach mit Bademantel und einer Decke. So streame ich eigentlich jeden Tag. Naked, Bademantel, Decke. Das könnte ich halt nicht mehr. Und das ist halt was eigentlich... War ziemlich geil, weil ich nicht aufgeben will. So eine Dinge. Ich. Meine Freundin kann ich einfach mal reinkommen und mir einen Kaffee bringen. Ja. Da wird es auch sofort gesehen werden. Was ja natürlich doof ist. Sind so viele Dinge, vor allem halt Privatsphäre, die halt wegfällt. Dann. Und was man dazu sagen muss, ich habe ja damals mit Cam gestreamt. Ich sehe mittlerweile komplett anders aus. Ne? Aber ich habe damals mit Cam gestreamt und mit Cam streamen ist so viel anstrengender als ohne Cam. Also so viel anstrengender. Viel hübscher. Na, nee, nee, nee. Also ich habe mich gedowngradet. Ich bin nicht gut gealtert. Also ich habe damals 4-5 Stunden gestreamt, ich war done. Ne? 4-5 Stunden, ich war fertig. Right. Mittlerweile streame ich 12 und ich bin immer noch fit. Weil unterbewusst, ich denke, das ist was Unterbewusstes. Die Tatsache, dass du weißt, sehen dich ein paar hundert Leute durchgehend. Das ist halt was, was mit reinzählt. Die Frage ist, braucht ein gutes Streamer eine Cam? Ich denke nicht, doch. Egal welcher Streamer du bist, eine Cam ist immer besser. Immer. Menschen sind so fokussiert auf Gesichter, also so fokussiert. Also parasoziale Bindung ist halt... Ja. Nee, ich mach gar nicht mehr Cam an. Die parasoziale Bindung ist halt viel, viel... größer mit einer Cam. Genau, Reaktion. Ich meine, ihr habt ja damals alle Deutschunterricht gehabt. In Deutschunterricht hattet ihr damals auch sicher das Thema Kommunikation. Richtig? Wie viel war das? Wie viel Prozent der Kommunikation sind über die Mimik? Das ist ein riesiger Teil. Und dieser Part fällt einfach komplett weg. Der Mimik-Gestik fällt komplett weg. Und es hilft hundertprozentig mit einer Cam zu streamen. 80% genau. Also mir fehlt 80% der Kommunikation mit euch. Was Zuschauerbindung bringt. Richtig? Das bringt eine Menge Zuschauerbindung. Auch wenn ich, ihr müsst mir überlegen, wenn ich jetzt auf Streamer gehe und ich schaue mir Streamer an, das ist immer mal so ein Experiment Nachricht mit mir selber. Ich öffne den neuen Stream und in der ersten Millisekunde, richtig, in der ersten Millisekunde geht meine Augen gehen sofort auf die Cam. Also sie gehen sofort auf die Cam rauf. Die Augen. Das allererste, was ich im Stream anschaue, ich gucke immer zur Cam erst hin. Jo, Leinhard, danke für den Resub. Genau, also viele haben keine Cam, aber mit Cam werden die erfolgreicher, kann ich dir garantieren. Und Leute, die keine Cam haben, sind oftmals einfach auch schon sehr, sehr lange dabei. Würde ich sehr lange dabei. Ja, das hier ist die sketchy Stelle. Ne? Ich wollte eigentlich Rogue spielen, jetzt ist doch ein Krieger geworden. Ja? Pläne ändern sich leider so oft. Petriflas gibt es, glaube ich, ab Phase 4 oder so. Aber Cam ist ja Content. Cam ist ja mit dabei. Zählt ja zu Content mit dazu. Und was mir halt von Vorteil ist, glaube ich, was bei mir der Vorteil ist, wegen Cam und so weiter, ich bin jetzt kein super entertaining Streamer. Ne? Muss man ehrlich gesagt gestehen. Ich bin jetzt nicht so, dass ich super viele Witze reiße oder krasse Reaktionen habe oder so. Ich würde sagen, mein Stream haben die meisten im Hintergrund auf dem zweiten Monitor. Ne? Klexo, danke für den Prime-Sub. Also, das kommt mit dazu. Wenn ich jetzt irgendwie... Aber, ich bin der festen Überzeugung, jeder Stream ist besser mit einer Cam. Aber man muss dazu natürlich auch sagen... Eine Cam ist kein Garant dafür, dass du erfolgreich wirst.
Genau, Content und Stimme, du musst halt der Stimme zuhören können. Ne? Aber was ist, wenn du noch mehr hast? Was ist, wenn du Content, Stimme und noch eine Cam hast? Das ist noch mehr. Und man muss natürlich auch sagen, was dazu zählt, also Attraktivität zählt auch mit rein. Muss man ehrlich gesagt mit dazu sagen. Also, klingt immer ein bisschen doof, aber es ist leider, glaube ich, auch ein Problem. Nicht ein Problem, aber ich glaube, ist jetzt vielleicht doof gesagt, aber ich glaube, Menschen schauen sich Menschen lieber attraktivere Menschen an. Attraktivität ist natürlich subjektiv, ja. Aber glaubt ihr, dass Leute lieber attraktive Menschen sehen als unattraktive? Das heißt, wenn du attraktiver bist, jetzt für die Allgemeinheit gesehen so, ne, Geschmäcker sind verschieden, ist es, glaube ich, nochmal mehr von Vorteil, eine Cam zu haben. Aber es ist ein ganz langes Ding, da gibt es bestimmt tausende Studien drüber. Ja. Welcher Server? Ich bin auf dem Hardcore-Server. Ich meine, die Leute schauen auch S und Gold, ja. Was ich weiß, Verbrecher kommen im Gericht besser weg, wenn sie attraktiver sind, ja. Das ist ja kein Geheimnis. Wenn du attraktiver bist, hast du ein leichteres Leben. Das ist einfach so. Also jetzt unironisch. Also was heißt leichteres Leben? Also natürlich gibt es immer verschiedene... Es gibt immer verschiedene Dinge, die dein Leben beeinträchtigen. Nicht nur deine Attraktivität natürlich. Aber in vielen Bereichen des Lebens kommst du einfacher durch. Sagen wir das so. Auch wie Leute auf dich reagieren und dich wahrnehmen, Respekt vor dir haben und so weiter. Natürlich ist es alles Einstellung, aber du kannst schwer was gegen dein Unterbewusstsein machen. Ja. Genau wie Werbung und so weiter. Unterbewusstsein ist so broken. Du denkst immer, die Werbung hat keinen Einfluss auf mich. Und in 3 Jahren hast du den Werbespot vergessen. Aber unterbewusst hast du trotzdem den Werbespot im Kopf und kaufst das Produkt. Ja. Das ist halt... vielen Dank, Kirio. Da ist entspannter ohne Cam. Das Ding ist, ich habe ja extra das Avatar drin, um ein bisschen Wiedererkennungswert zu haben. Darum habe ich ja meine Sieglinde hier unten. Wer wagt es, die Söhne 5 Ausdauer brauchen wir nicht. Das ist euer Untergang, Fremdlinge. Ich finde auch gut, dass ich also random einfach diesen Dungeon durchballer. Ja, also ist natürlich auch immer Präferenz. Ne? Ich kann mir auch vorstellen, dass viele einfach keine Cam lieber mögen. Aber der Großteil hat lieber eine Cam. Ich habe mich aber sehr viel beschäftigt in meiner Vergangenheit mit Content Creation und so weiter, auch Weiterbildung und so viele gemacht. Und es gibt so viele Leute, die sagen, sie würden auf einen Streamer, den sie nicht kennen, gar nicht erst raufklicken, wenn er keine Cam hat. Die scrollen durch und wenn der Streamer keine Cam hat, klicken sie gar nicht erst rauf. Könntest du auch ein Rogue-Level, machst du das beim Rogue? Mit dem Kombo-Punkt beim Leveln. Ein Kombo-Punkt, deine Attack-Speed und dann weiter aufbauen in den Finisher. Ich nehme meistens, genau. Normalerweise mache ich einen Attack und dann nehme ich Slice and Dice mit und dann ist der Mob eigentlich tot. Einen zweiten Finisher haust du meistens gar nicht mehr mit drauf. Also meistens Auto-Attack, Slice and Dice und dann durchgehend Sinister Strike und der Mob ist dead. Was du machen kannst, ist, wenn bevor der Mob stirbt, die Punkte nochmal für den Slice and Dice benutzen und dann das Slice and Dice mitnehmen für den nächsten Mob. Das geht. Stell dir mal ein Hörbuch mit Linde und Croft vor. Vielleicht will er ja einen Podcast mit mir machen. Aber ich muss sagen, wenn ich einen Podcast oder ein Hörbuch hätte, also wenn es einen Podcast geben würde, ja, und Croft macht einen Podcast, ich glaube, es ist besser bei so einem Podcast, dass du eine tiefe Stimme hast und eine hohe Stimme, die so ein bisschen Kontrast reinbringt. Ich glaube, das ist tatsächlich besser. So ein bisschen Kontrast. Ich gucke das hier nur wegen dem sexy grünen Ding da in der Ecke. Ja, so muss das sein. 10 Feuerschaden, nicht bad. Ich bin auch im Überlegen, ob ich mir nochmal ein richtiges YouTube-Ding hole, aber irgendwie... Wir bleiben erstmal so. Aber was ich auf jeden Fall noch haben will, sind gute Screens. Ich will so gerne so ein AFK-Screen haben. So ein Kaffee-Screen. Wo ich so ein richtig geiles animiertes Ding von Sieglinde habe. Aber richtig, als so Anime-Ork oder sowas. Die so in der Küche steht mit einer Tasse Kaffee oder so. Darauf hätte ich Bock. Aber das muss ich irgendwann mal machen. Mal sehen.
Und jetzt haben wir einmal den ganzen Dungeon durchgelabert und sind hier durchgerusht. Ne? Der war jetzt nicht wirklich hart bisher. Habe ich irgendwas überlesen? Zwei Brüste hat die Linde, das stimmt ja. Auch im Real Life. Das ist ein sehr gutes Item für den Hunter, by the way. Aber ich hoffe nicht, dass die Hunter drauf rollen. Das ist ein sehr, sehr gutes Hunter-Item. Sehr gut. Dann ist Europa HC, genau. Ja. Okay, das ist der schwerste Raum im Endeffekt. Und hier seht ihr auch, was ich am Anfang gesagt habe. Ne? Die Mobs sind hier 24. Wenn du hier reingehst, damit du keine grünen Mobs hast am Anfang, dann sind die Mobs hier rot für dich. Das kannst du nicht machen. Das ist auch so ein Ding, was ich vielleicht ändern würde in Classic Plus. Ich würde nochmal alles so ein bisschen skalieren und so. Die Dungeons skalieren und solche Dinge. Dass man hier zum Beispiel reingeht und die Mobs sind so 18 bis 20 oder sowas. Kennt ihr euch eigentlich untereinander? Sprich die deutschen Streamer. Man kennt sich untereinander, glaube ich. Aber man macht wenig. Also die deutsche Streamer-Szene. Die deutsche WoW-Streamer-Szene macht sehr wenig zusammen. Das letzte große Ding, was die gemacht haben, was heißt groß, also mit Tashi mal außen vor gelassen, ne? Das letzte große Ding war der Streamer ICC Raid. Und wir wissen alle, wie der gelaufen ist. Ne, mit Rudi Völler drinne, Kimu, Vleske war mit drinne, ich war da mit drinne und so weiter. Wer war noch mit drinne? Terste war mit drinne. Und wir wissen alle, wie er gelaufen ist. wie ist der gelaufen? Nicht gut. Hat der gerade einfach den Boss gepult? I love it. Ich lieb's, Leute. Guckt mir gerade an, Fian hat auch keine Cam, hat 15k Zuschauer. Ja, aber der hat es ja wegen, weil er gerade World First HC ist. Ich kann das mal erklären. Also es gibt Gameplay-Streamer und es gibt hier, sag ich mal, wie nennt man das? Charakter-Streamer, sag ich mal. Ein Gameplay-Streamer schon Leute vor allem wegen dem Gameplay. Bedeutet zum Beispiel eine No Way For You. Oder obwohl No Way For You mittlerweile ist ja auch mehr mit Cam und so. Aber ich würde sagen, No Way For You schaut man wegen seinem guten League of Legends Gameplay. Unter anderem. Ja. Oder einen Shroud. Ein Shroud guckst du, weil er auch ein guter Shooter-Spieler ist. Oder zum Beispiel Amphi. Amphi schaust du, weil er ein sehr guter... Leute, das war's schon. Oder Amphi schaust du, weil er ein guter WoW-Spieler ist. Richtig? Und dann gibt es so Leute, die schaust du wegen ihrem Charakter. Da ist zum Beispiel Gronkh. Gronkh schaust du, weil das ein geiler Charakter ist. Den schaust du nicht unbedingt wegen seinem Gameplay. Ja, nichts für ungut. Richtig? Und dann gibt es Streamer, die schaust du wegen beiden. Da würde ich zum Beispiel auch Shroud reinziehen. Und wenn du ein Gameplay-Streamer bist, der nur dieses Gameplay pusht, dann ist es nicht so relevant, ob du eine Cam hast. Weil die Leute schauen dich wegen deinem Gameplay. Die wollen was lernen, die wollen geile Kills sehen und so weiter. Aber wenn dieser Gameplay-Streamer trotzdem noch Charakter mit einer Cam mit reinbringt, ist es doppelt so gut. Also ich wette mit dir mit Amphi. Amphi hat ja normalerweise so 1 bis 1,5k Zuschauer. Ich wette mit dir, wenn der mit Cam streamen würde und das alles als Brand ein bisschen mehr aufbauen, hätte der durchgehend immer so 2 bis 3k. Ziemlich sicher. Genau wie Guzu zum Beispiel. Ich wette, Guzu hätte bestimmt 1000 Zuschauer weniger ohne Cam. Weil viel bei ihm halt auch über Charakter und Reaction und so geht. Aber das sind so meine... Das kann auch alles nicht stimmen. Das sind so meine... so meine Dinge, wie ich sie... Wie ich denke, wie sie sind. Ich kann natürlich auch komplett falsch liegen. Und jetzt habe ich einfach diesen ganzen Shadowfang Keeper nur gelabert. Ne? Über andere Dinge, nicht über das Game. Okay, das war Shadowfang Keep Hardcore WoW.